und ausatmen. Sie sind also Masseurin? Das bin ich. Was machen Sie denn? Ich bin Dichterin. Oh, und ich bin Träumerin. Nein, wirklich. Ach, Sie sind wirklich Dichterin? Ja. Oh. Das ist Erba. Hi. Hi. Eva sagte gerade, dass sie sich zu keinem Mann auf dieser Party hingezogen Was? Fühlt. Was? Ehrlich? Er ist ein bisschen schwabbelig und mittleren Alters. Sie tragen Ihren Schlafanzug? Ich hab's gern bequem. Was ist? Ich kann Ihren Penis sehen. Was? Oh mein Gott. Aber ich finde ihn trotzdem sexy. Wollen wir uns küssen? Ja. Hört, hört, auf die zweite Chance. Es ist gut, wenn alle etwas älter und weiser sind. Chances, people tell you not to take chances. Wie war die Arbeit? Ganz gut. Ich hatte eine sehr nette Frau, die viel über ihren Ex-Mann redet. Er war schrecklich im Bett, so unbeholfen. Und kein Humor, richtig nervig. Hoffentlich war es nicht meine Ex-Frau. Albert ist ein Versager. Meine neue Kundin ist Alberts Ex-Frau. Ich muss mir anhören, wie diese Frau die schlimmsten Dinge über den Mann sagt, der anfängt, mir richtig zu gefallen. Als Albert und ich gerade zusammen waren, hat er ganz toll gekocht. Spaghetti. Mit Aubergine und Mozzarella. Es stellte sich raus, das war alles, was er konnte. Sie ist ein menschlicher TripAdvisor. Albert ist kein Hotel. Wenn du ein schlechtes vermeiden könntest, würdest du es doch tun. Wieso schüttelst du das? Weißt du, wie viel Kalorien Guacamole hat? Du nörgelst an ihm rum. Nein, tue ich nicht. Wieso habe ich das Gefühl, ich hätte den Abend mit meiner Ex-Frau verbracht? Ich hab's komplett vermasselt. Hallo. Albert, das ist Eva. Was machst du denn hier? Ihr beiden kennt euch? Wenn du gefragt wirst, wieso wir geschieden sind, was sagst du dann? Wieso? Sagst du, es lag daran, dass ich so eine monstermäßige Nervensäge war? Klar, schon gut.